5, 6 Sekunden fehlerfrei herauskommt. Obstacle number 4, it was a clear round for Patrick Hara, Germany in the fourth obstacle with 46.56 seconds. Und Maike Hamming durch die Brieger nicht ganz so schnell gefahren. Das ist natürlich auch für ihre Ponys schon ein Brett, was da zu ziehen sind. 20,53 Sekunden hat Maike in der Brieger gefahren. Ich gehe da schon von aus, dass Steffen Braune die Brieger-Wertung gewinnen wird. Mit 13,09 ist das schon eine echte Topzeit. Die muss ja erst mal einer schaffen. Ich glaube auch nicht, dass Yannick Scherer aus der Schweiz das mit voller Geschwindigkeit angehen wird, er wollte doch die Kräfte seiner Pony sparen für die Hindernisse. Und bei Tipp Nummer 5, Indianerlager, da sieht man wunderbar,